Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Neudeutsch sagt man ja heute, so im Internet-Business, jeder macht seine Journey. Customer Journey, die Kundenreise. Sie haben es schon gemerkt, wir haben Ihnen einen Fahrplan gegeben und haben Ihnen gesagt, Sie können sich Ihre individuelle Reise zusammenstellen. Ich darf Ihnen auch hier gratulieren, Sie haben einen wunderschönen Punkt ausgesucht. Früher würde man bei Ausgrabungen wahrscheinlich finden, gab es mal Zinsen. Heute weiß keiner mehr genau, was das ist. Es gibt Verwahrentgelte. Was ist denn das? Ja, spannende Fragen. Weil die Zinswende ist schon seit langer Zeit angekündigt. In den USA hat man schon ein bisschen was gesehen. Bei uns hat es mal Anfänge gegeben, aber da gibt es so ein paar Länder, die sich nicht ganz so vorbildhaft verhalten. Und dann war dann doch nichts mit Zinswende. Wer kann Ihnen das besser erklären als unser Chief Investment Officer, Herr Yildiz? Das ist der Mann, der ist vor 2 Jahren zu uns gestoßen von einem großen Münchner Versicherer und dessen Asset Management Einheit. Und Herr Yildiz hat die Gabe mit einem türkischen Charme, sage ich immer, ja, einfach komplexe Sachverhalte zu erläutern, auch provokante Dinge rauszuhauen, ohne dass sie wehtun und wachrütteln. Und da freue ich mich jetzt drauf, dass ihr sie ein bisschen wachrüttelt. Wir fangen jetzt pünktlich an, damit Sie Ihre Folgevorträge in Ihrer persönlichen Journey noch erreichen können. Lieber Yildiz. Ja, lieber Fit, besten Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier zu unserer Veranstaltung in München. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und es zeigt mir aber auch, dass die Menschen sich für das Thema Zinsen interessieren. Das ist kein Wunder sicherlich in der aktuellen Situation. Mein Name ist Adetin Yildiz. Ich verantworte die Investmentstrategien für unsere Kunden im Bankhaus Dorn und Reuschel. In den nächsten 30 Minuten circa möchte ich Ihnen einen Überblick davon geben, wie wir die Zinslandschaft sehen. Und Ziel soll es sein, dass Sie daraufhin eine Orientierung haben, zu wissen, wieso sind die Dinge so, wie sie sind und zweitens auch mit diesen Informationen auch ihre Handlungsweise für die Zukunft dann mit einzunehmen in der Gestaltung. Wenn es die Zeit zulässt, werden wir natürlich auch die Möglichkeit haben, am Ende des Vortrags Fragen zu stellen, ansonsten gerne natürlich auch vor dem Saal an den Ständen. So. Comeback der Zinsen, was bedeutet das eigentlich? Ist da etwas weggefallen, verschwunden und man fragt sich, kommt das wieder zurück? Und wenn es zurückkommt, in welcher Form kommt das zurück? In der gleichen Höhe oder sonst wie? Am Ende des Tages, glaube ich, sind wir einer Meinung, die sind letztendlich zu niedrig, die Zinsen, auch historisch gesehen. Wenn wir und vor allem natürlich auch für konservative Anleger, die natürlich jetzt keine großen Risiken eingehen möchten und eine gewisse Rendite erwirtschaften können. Wenn wir verstehen wollen oder abschätzen wollen, wie sich dann die Zinsstruktur oder Zinsen sich entwickeln werden in der Zukunft, dann ist es, glaube ich, notwendig zu verstehen, wie sich denn Zinsen zusammensetzen oder wie sie entstehen am Markt. Und es gibt letztendlich 2 große Spieler am Zinsmarkt. Das eine ist die Zentralbank, die mit ihrer Notenbankpolitik die Erwartungen der anderen Marktteilnehmer beeinflusst, aber auch die Zinsen bis 2, 3, 4 Jahre relativ stark festlegt. Das andere, Kapitalsammelstellen wie Fonds, Versicherungen, Banken, die mit ihrem Angebot, ihrer Nachfrage, ihrem Verhalten eher die längerfristigen Zinsen beeinflussen. Und wenn wir die aktuelle Zinslandschaft angucken, und dann muss man letztendlich fragen, was haben denn diese 2 Spieler getan, dass wir in diese Situation geraten sind, in Anführungsstrichen. Das führt uns zur Finanzkrise, die hat 2007 angefangen, in den USA über die sogenannte Subprime-Krise, wo Kredite ausgefallen sind. Das artete aus zu einer globalen Bankenkrise
Und gerade wichtig für uns in der Eurozone, mündete in der Staatsschuldenkrise in Europa. Was war das für eine Geschichte? Ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Finanzkrisenthematik einsteigen, aber am Ende des Tages war das natürlich eine tiefe Systemkrise, in der wir uns eigentlich heute auch noch in Teilen befinden. Die Menschen hatten damals Angst um ihre Einlagen, ja, wussten nicht mehr, ob sie ihr Geld zurückbekommen. Unternehmen, die im Grunde solvent waren, drohten pleite zu gehen, weil sie keine Finanzierung mehr bekamen. Generell hatten viele Menschen auch die Angst, dass sie das, was der Kommunismus Jahre vorher erlebt hat, dass uns das System, wie wir es gewohnt sind, unter den Füßen zusammenbricht. Was waren die Gründe für diese Entwicklung? Ja, die Gründe sind sicherlich sehr fundamentaler Art. Und in letzter Konsequenz der Fakt, dass im Grunde unser Reichtum, unsere Entwicklung sehr stark auch davon unter anderem abhängt, wie sehr wir uns verschulden können. Und auch die Abhängigkeit von Schulden für Schulden, also die Refinanzierungsmöglichkeit. Und da war eben vor 10 Jahren so ein Punkt erreicht, wo das System es offensichtlich nicht mehr getragen hat. Die Amerikaner hatten das ähnliche Problem. Die sind aber viel pragmatischer vorgegangen. Die haben schon Ende 2007 angefangen, durch den Staat Zwangsprivatisierungen durchzuführen. Diese Firmen haben sie auch alle wieder verkauft mit teilweise großem Gewinn. Die Zentralbank hat große Liquiditätsmengen zur Verfügung gestellt, sodass sie ein bisschen glimpflicher aus der Geschichte rausgekommen sind. Wenn wir anekdotisch mal zurückschauen, und ich glaube, viele haben das jetzt ein bisschen vergessen, was damals der Zustand war, da sieht man, teilweise dachten die Menschen, das vergeht schnell, die Inflation kommt zurück, die Krise beruhigt sich relativ schnell. Aber auch eine Mainstream-Meinung war, jedenfalls unter professionellen Anlegern, dass der Euro das nicht überleben würde. Ja, vielleicht in 3 Jahren, vielleicht in 5 Jahren, aber die Konstellation war einfach zu verworren. Unten Aussagen von Politikern, die Commerzbank ist immer noch im Staat und kleine Frage, wissen Sie, welches Zitat der griechische Finanzminister damals getätigt hat? Genau, rechts unten, wir werden alle Schulden zurückzahlen. Das ist natürlich nicht geschehen. Und das zeigt eben, dass die Dinge sich damals angefangen haben, in eine Richtung zu entwickeln, wie man das nicht absehen würde. Der Wendepunkt geschah dann Mitte 2012 im Sommer, als dann die Zentralbank sagte, wir werden alles tun, um den Euro zu retten. Und auch, sagen wir mal, mit Druck an die Märkte gegangen ist, mit Drohungen quasi, eben durch diesen englischen Satz. Am Ende des Tages war das sowas wie eine neue Geschäftsordnung der Zentralbank. Ne? Und sie berief sich damals auf den Punkt, dass sie gesagt hat, der Transmissionsmechanismus ist gestört. Und mit Transmissionsmechanismus damals war gemeint, dass sich Schuldner nicht mehr Schulden aufnehmen konnten. Explizit, was hat sie getan? Sie hat massiv die Zinsen gesenkt, bis auf minus 0,4% für, ich sage jetzt mal, Bankentagesgelder. Sie hat angefangen, Staatsanleihen zu kaufen. Sie hat angefangen, auch so seltsame Vehikel wie TLTROs an den Markt zu bringen, wo Banken tatsächlich auch noch Geld dafür bekommen haben, dass sie Geld abgenommen haben. Mit dem großen Motiv einer Brückenfunktion. Bedeutet, die Teilnehmer und vor allem die Staaten, die sich eben nicht mehr refinanzieren konnten, sollten die Zeit bekommen, wo sie eine günstige Finanzierung bekommen und dafür dann halt Reformen tätigen, sodass sie zukunftssicher sind. Auf der anderen Seite sollten Privatmenschen eben mehr konsumieren und nicht mehr in Papiere investieren und vor allem die Gelder, die übrig sind, in die Realwirtschaft investieren. So, das war der große Gedanke. Der andere große Spieler, ja, die Banken, Versicherungen, sonst was, sind im Windschatten der Zentralbank dann mitgelaufen, haben dann im Grunde alles gekauft, wo irgendwie noch eine Rendite drauf stand. Und oftmals auch unabhängig von dem Risiko, dass sie da eingegangen sind. So, ich glaube, das ist jetzt eine ganz vielleicht auch bekannte Geschichte und eine Entwicklung. Die Frage ist aber, ist das jetzt alles? So, ist die Zentralbank in Anführungsstrichen schuld daran, dass wir so tiefe Zinsen, Negativzinsen haben? Da habe ich Ihnen einen Chart mitgebracht und das ist jetzt der einzige Chart in der Präsentation. Das zeigt Ihnen hier die Realzinsen für 4-jährige Banksparbriefe ab 1975. Und da können Sie klar erkennen, und Realzinsen bedeutet ja Zinsertrag minus Inflation, dass dieser Wert bis Mitte der 80er Jahre
sukzessive angestiegen ist. Und danach hat sich das umgekehrt. Und interessanterweise bis auf einen Minuswert, und das war in 2007 vor der Finanzkrise. Und das ist, glaube ich, eine interessante Entdeckung, dass wir schon vor so mal den Zentralbank Verhalten oder Input offensichtlich Entwicklungen hatten, Treiber hatten, die dafür gesorgt haben, dass sag mal, Zinsen im allgemeinen Sinne immer weiter fallen, bis auf einen negativen Wert. Das ist, glaube ich, den meisten Menschen gar nicht bewusst. Die Frage ist, was ist der Grund dahinter und was sind oder waren die Treiber dahinter? Kurz und prägnant, Globalisierung, Digitalisierung und eine Überalterung der Gesellschaft. Globalisierung, das ist eine Folge des Ende des Kalten Krieges, wo sich Ökonomien geöffnet haben. Ökonomien mit hohem Nachholbedarf, die Investitionen angezogen haben, die eine Kreditnachfrage hatten und die im Laufe der Zeit Vermögen aufgebaut haben, was sie dann wiederum im Westen angelegt haben. Ein gutes Beispiel dafür ist China, hat immer noch eine Sparquote von knapp 40%, die eben seit langem schon systematisch und strukturell amerikanische Staatsanleihen kaufen und so letztendlich die Zinsen nach unten drücken. Gleichzeitig, Globalisierung ist auch so etwas wie der Anfang von subtilen Währungskriegen. Sie können sich vorstellen, wenn verschiedene Ökonomien in Konkurrenz zueinander stehen, dann möchte jeder seine eigene Ökonomie ein bisschen bevorzugen, supporten und besser stellen. Und das geht sehr gut über eine schwache Währung. Und der einfachste Weg, eine schwache Währung zu haben, ist durch tiefe Zinsen. Und das ist sicherlich etwas, was man nicht vernachlässigen darf in der Entwicklung. Digitalisierung, ganz klar, der Bruch, die Änderung weg von kapitalintensiven klassischen Assets hin zu digital effizienten Investitionen, die dazu geführt haben, dass der Kapitalbedarf systematisch fällt. Der andere Punkt hier ist auch sicherlich, dass wir gerade in den letzten Jahren, weil wir nicht wissen oder weil die Industrie nicht weiß, wie es in der Digitalisierung weiter vorangeht, Stichpunkt Industrie 4.0, da die Investitionen auch stark zurückgehalten werden und auch kein hoher Kapitalbedarf besteht. Überalterung der Gesellschaften, klar, die Menschen werden älter, sie häufen ihr Vermögen oftmals in Richtung Alter an, haben dann wenig Tendenzen zu Konsum und vor allem, sie fragen keine Kredite mehr nach. Und das hat auch eine sehr dämpfende Wirkung auf die Zinsen. In der Summe haben wir ganz, ganz viel Liquidität, Überhang an Kapital, wenig Kreditnachfrage und vor allem auch wenig konstruktive, sagen wir mal, Ziele, wo dieses Kapital hinfließen kann, sodass wir dann tendenziell langfristig wie kurzfristig durch die Zentralbank gesteuert einfach in der Konsequenz tiefe Zinsen haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der tiefere Sinn oder die tiefere Begründung hinter den Entwicklungen, wie wir sie heute auffinden. Wenn wir jetzt sagen, Comeback der Zinsen bedeutet letztendlich, kommen die wieder zurück, dann müssen wir natürlich auch versuchen, einzuschätzen, wie diese zwei Quellen, dieser strukturelle Bereich langfristig und der eher kurzfristige Zentralbankbereich, wie die sich in nächster Zeit verhalten werden. Und ich denke, da geben Sie mir recht, dass diese globalen Strukturbrüche über die Globalisierung, Digitalisierung sehr schwer zurückdrehbar sind. Auch wenn manche Präsidenten meinen, über Protektionismus da die Dinge rückgängig zu machen. Ich denke, auch Präsidentschaften sind immer sehr limitiert in der Verweildauer. Das wird sich sicherlich nicht durchsetzen, sodass ich aus dem Bereich wenig Änderung erwarte. Der zweite Bereich: Was macht die EZB? Die EZB hat ja die Aufgabe, die Preisstabilität zu gewährleisten, auch einen Rahmen zu schaffen, dass Wachstum erfolgen kann. Mitte letzten Jahres war sie auf dem Weg und hat gesagt, okay, wir haben ein Wachstum auf breiter Basis, Inflationstendenzen kommen auf und wir werden irgendwann ab Sommer 2019 anfangen, die Zinsen zu erhöhen.
Und vor allem, wir werden aufhören mit den Anleihekäufen. Das haben sie getan, Ende des Jahres. Reinvestments werden weiter getätigt, was auch kein kleiner Betrag ist über die Zeit. Aber sie haben wieder, sind wieder zurückgerudert. In den letzten Monaten gab es eben eine starke Abkühlung der Wirtschaft, gab es vor allem Risiken, die nicht so richtig greifbar sind. Und es sind eben diese politischen Risiken, die Wirtschaftsentwicklung bedrohen. Und wenn Sie einfach auch mal, ich meine, uns in Deutschland geht es ja sehr, sehr gut vom Wirtschaftsgefühl, von der Arbeitslosigkeit. Aber wenn Sie mal in der Eurozone gucken, da ist die Wirtschaftsentwicklung so, dass wir in den letzten 10 Jahren im Aggregat circa 5% über der Wirtschaftsleistung der Vorkrise liegen. Und wenn Sie eine westliche Gesellschaft haben, die als Ziel hat, ihren Lebensstandard zu erhalten, dann brauchen sie eher um die 1,5% Wachstum. Bedeutet, wir haben da noch einen ziemlichen Nachholbedarf. Sodass im Grunde langfristig es auch nicht so viel Sinn macht, die Wirtschaftsentwicklung in Gefahr zu bringen, vor allem mit überstürzten Zinserhöhungen. Zum Beispiel auch die Arbeitslosenquote, einige Prozentpunkte immer noch über über dem Vorkrisenniveau. Heißt insgesamt, gibt es wenig Druck. Und wenn Sie dann noch bedenken, dass so ein unausgesprochenes Ziel der Zentralbank natürlich das ist, die Eurozone zusammenzuhalten, aber auch letztendlich in letzter Konsequenz die EU zusammenzuhalten, dann kommt man zum Schluss, dass selbst wenn Erhöhungen angebracht wären, weil zum Beispiel die Inflation sich stark entwickelt, das wohl so getätigt wird, dass das, ich sage jetzt mal, kaum eine Auswirkung hat auf den Markt. Dass man zum Beispiel zwischen 2 Zinserhöhungen ganz viel Zeit lässt. Früher waren das 1 bis 2 Monate. Jetzt kann man sich vorstellen, dass es 3 bis 6 Monate sind. Was wiederum eher einen sehr milden Effekt hat. Insgesamt also wenig Druck von der Seite für höhere Zinsen. Wir haben 10-Jahres-Bundesanleihenrendite von 5 Basispunkten, also 0,05%. Da ist der Boden irgendwann erreicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir minus 0,20, minus 0,30 erreichen werden, was wir schon mal hatten vor 2, 3 Jahren. Aber der Nullpunkt ist nahe und dann kann man sich auch vorstellen, dass ja, die Zinsen mal Richtung 0,5% gehen. Aber das ist sicherlich nicht jetzt eine Explosion in der Entwicklung oder ein spürbares Comeback der Zinsen. So, langfristig gehen die Zinsen runter oder gibt es den Druck nach unten? Kurz- bis mittelfristig hat die EZB kein großes Interesse daran, die Zinsen zu erhöhen. Die Frage ist, was machen wir nun? Was macht ein Zinsinvestor, wenn er Geld übrig hat und das anlegen möchte? So. Da haben wir 4 Optionen und das sind natürlich mindestens 4 Optionen. Erstens für ein schöneres Leben, und das möchte ja die EZB auch, dass die Leute ihr Geld nicht in Papiere investieren, sondern einfach ausgeben. Man kann das machen, irgendwann nimmt wahrscheinlich der Grenznutzen ab, sodass eben der Spaß an der Geschichte dann irgendwann limitiert ist. Bleibt Option Nummer 2, gehen ein höheres Risiko ein. Im Zinsbereich heißt das, zum Beispiel investieren 30-jährige Bundesanleihen. Und 30-jährige Bundesanleihen haben ja auch eine Rendite von 0,7%. Ja, immerhin, ja. Ich glaube, auch da ist der Spaß begrenzt. Bleibt eine dritte Option, nutze den Leverage-Effekt. Leverage-Effekt bedeutet, Sie haben Ihr Eigenkapital, verschulden sich nochmal, holen sich Fremdkapital, macht ja auch Sinn bei den Zinsen. Nehmen das ganze Kapital und investieren das in die Geschichte hinein. Das kann Sinn machen, aber ich glaube weniger bei Zinsen. Das ist sicherlich etwas Vernünftiges, wenn man Immobilien investieren möchte und wenn man so die ganze Zinslandschaft anschaut, die politische Situation anschaut, dann glaube ich, ist das auch der Punkt, wieso Immobilien langfristig, glaube ich, sehr guten Support haben, eine sehr gute Unterstützung haben, mindestens mal nicht zu fallen, sagen wir es mal konservativ. Bleibt die Option Nummer 4, denke um. Was heißt denke um? Und wir haben das ja bei Herrn Precht heute Mittag gesehen. Es sind einfach Entwicklungen da und das gab es immer wieder in der Vergangenheit, wo plötzlich Strukturbrüche da waren. Die haben sich angekündigt, die kamen über längere Zeit. Und ich glaube, das haben wir hier letztendlich auch.
Denke um bedeutet, diese Dinge zu erkennen, diese Veränderungen kurzfristiger Art, aber auch langfristiger Art einfach zu erkennen, sich zu adaptieren und dann auch entsprechend zu handeln. Wir wollen uns jetzt mal auf Option Nummer 4 konzentrieren. Denke um. Was bedeutet Umdenken in der Zinswelt? Wir haben jetzt öfters mal das Wort Emerging Markets gehört. Das sind sicherlich die Länder, die von diesem globalen Strukturbruch am meisten profitieren, die gleichzeitig viel Nachholbedarf haben, die oftmals sehr junge Gesellschaften haben und die dann insgesamt Rendite-Risikostrukturen aufweisen, die oftmals einiges günstiger erscheinen als das, was wir in unserer Eurozone haben. Es gibt die Varianten, dass man in lokaler Währung investiert. Es gibt die Variante in harte Währung, Dollar und Euro. Letztendlich muss man da sicherlich selektiv vorgehen. Zweite Geschichte, in Zukunftsthemen investieren. Brüche haben auch immer die Folge, dass neue Chancen erwachsen. Sei es durch diese beschriebenen Brüche, sei es aber auch durch neue Thematiken wie Umweltschutz. Und da gibt es eben immer diese Chancen, die erstmal nicht erkannt werden. Und da macht es, wo man dann im Nachhinein sagen kann, wäre ich frühzeitig dabei gewesen. Und ich denke, gerade in dieser Zeit lohnt es sich da, in diese Thematiken weiter reinzuschauen. Drittens, Volatilitäten nutzen. Wiederum, Strukturbrüche bringen eine volatile Zeit mit sich. Volatile Zeit bedeutet jetzt im Finanzmarkt, dass Renditen, Preise sehr stark in eine Richtung gehen oder sehr stark in der Bandbreite variieren. Diesen Effekt oder diese Beobachtung kann man stark mit quantitativen und technischen Vorgehensweisen ausnutzen. Viertens, aktiv managen bedeutet nicht rein, raus und Aktivität zeigen, sondern bedeutet aktiv diese vorhin beschriebenen Thematiken beobachten, langfristiger Art, aber auch kurzfristiger Art, um dann die Allokation zu überdenken und mit diesen Gedanken auch eine gewisse eine Umsetzung dann auch zu gestalten. Ein Beispiel wäre jetzt im Euro-Bereich, Sie können natürlich in Staatsanleihen investieren, auch in italienische Staatsanleihen, aber auch in Unternehmensanleihen, die gewisse mittlerweile auch üppige Renditeaufschläge haben. Bedeutet aber nicht, dass das immer Sinn macht. Und da gilt es, die Thematiken dahinter zu kennen und entsprechend sich zu positionieren. Zusammenfassend kann man sagen, Comeback der Zinsen, ein echtes Comeback wird es so nicht geben, ja, kurzfristig sowieso nicht, langfristig fürchte ich auch nicht. Es mag immer eine gewisse Volatilität da sein, aber vergessen Sie einfach ja, Ihre Erinnerungen an Zinsen von früher. Ja, gar keine Gedanken verlieren daran und auch nicht hoffen und es könnte doch und sonst wie. Das wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren, weil man könnte noch ganz andere Thematiken reinbringen. Ich sage jetzt mal, politisch nicht gewollt ist, die Zentralbank ist unabhängig, aber der Zeitgeist ist eben so, Geld soll nichts mehr einbringen, sondern die Leute sollen das investieren. Das ist eben das große Ding dahinter und höhere Zinsen kann man sich auch gar nicht leisten. Sie werden immer wieder sehen, wie Draghi oder die Zentralbank in Zukunft sich versuchen wird, rauszureden aus dem Dilemma. Interessant wird es sein, wenn man wirklich die Inflation ansteigt, ja, also über 2-3%, was man dann tut. Und das wird dann sehr spannend sein. Sehen wir nicht. Insofern ist die Zentralbank da relativ safe. Aber letztendlich heißt es in der Konsequenz, offen sein für Neues. Ne? Einfach mal emotionslos sich die Dinge anhören und versuchen dann in dieser Zeit, in dieser komplizierten Zeit, einfach nichtsdestotrotz an die Erträge zu kommen, die man sich erhofft. Und ich glaube, die Vorgehensweisen und die Richtungen, die vorgegeben worden sind, sind ein gangbarer Weg, um auch in dieser komplizierten Zeit, die nicht unkomplizierter werden wird, trotzdem Spaß zu haben am Investieren. Letztendlich ist natürlich eine persönliche Beratung immer erste Wahl oder sollte immer das erste Ziel sein. Mir ist neulich so ein Beispiel eingefallen von einem ganz anderen Bereich, wo es auch Strukturbrüche gibt, Fußball.
Sie wissen, heute ist der Fußball anders als früher. Er ist viel schneller, er ist unabhängiger von einzelnen Spielern. Im Grunde ist das ein Strukturbruch. Und wer glaubt, das alte Tempo wird nochmal zurückkommen? Ich glaube, niemand. Und dann gibt es Mannschaften, die haben sich adaptiert, waren vor 10 Jahren nicht mehr in der Bundesliga, sind weit oben. Der FC Bayern ist meistens oben, das ist eine andere Geschichte. Aber dann gibt es Mannschaften, und da leiden uns gerade meine Hamburger Kollegen darunter, die das nicht verstanden haben. Ja? Die auch meinen, die alten Zeiten würden zurückkommen und irgendeine Uhr tickt weiter, die dann halt irgendwann auch mal stoppt. Und auch in München haben wir ja einen Verein, der eine ähnliche Farbe trägt. Insofern immer schön offen sein für neue Sachen. Besten Dank. Wenn Sie Fragen haben, sehr gerne. Bitte. Es gibt ja den Begriff Reset des Finanzsystems. Können Sie mal erklären, wie die Deutsche Zentralbank 1923 geschafft hat? 1923? Also, ich meine, wir haben jetzt natürlich andere Rahmenbedingungen heute. Und Reset gibt es immer dann, wenn man gezwungen wird, ne? Durch Gewalt, durch Bedingungen oder wenn es einfach nicht weitergeht. Und Letzteres könnte natürlich irgendwann auch hier möglich sein. Also wir haben natürlich jetzt politisch einen gewissen Populismus, einen gewissen Hang auch in diese Principal-Agent-Geschichte, wo der einzelne Spieler ihm relativ egal ist, was die Gemeinschaft anbelangt. Und da kann es natürlich immer dazu führen, dass wir irgendwann mal tatsächlich zu einem Reset auch gezwungen sind. Das mag schon sein. Ja. Bitte. Ja. Also es gibt immer ganz viel Fantasie in der Finanzwelt, und eine Möglichkeit wäre sicherlich natürlich zwei verschiedene Euros zu gestalten. Das ist eine Möglichkeit, und ich glaube, was noch nicht so richtig diskutiert worden ist, ist ja, also ein Kritikpunkt war ja immer zu sagen, wer soll denn dann in den weichen und wer in den harten Euro reingehen. Und man könnte zum Beispiel einfach den Weg wählen zu sagen, jeder, der möchte, geht in den weichen und jeder, der möchte, geht in den harten. Und die in den harten reingehen, die wissen schon, was die echten Spielregeln sind. Und dann wäre das vielleicht so ein gewisser Druck, die Leute so mal in die Richtung zu bringen. Auf der anderen Seite, ich meine, Sie sagen Inflation, könnte man auch dadurch erreichen, dass man jedem Bürger eine gewisse Summe schenkt. Ja, das ist nicht aus der Tragweite. Und deswegen glaube ich, die Menschen haben schon ein ganz gutes Gefühl dafür, glaube ich, dass eben die Sachwerte weiterhin steigen werden, die auch noch eine gewisse Produktivität aufzuweisen haben. Ja. Ja. Also die Frage war, 10 Billionen US-Treasuries müssen refinanziert werden, und das ist schon mal ein Aspekt. Es ist also nicht, dass das neue Schulden sind, sondern das sind auslaufende Schulden, die ersetzt werden. Die werden natürlich ein Problem haben. Ich meine, es ist, wenn die Leute dort eine Steuerreform haben und 1:1 eine höhere Aufnahme von Schulden machen, dann muss man sich ja als Nicht-Amerikaner überlegen, ob man den Dollar wirklich haben möchte. Zumal als Deutscher, glaube ich, macht das schon aus diesen strukturellen Dingen keinen Sinn. Wenn die ihre Schulden nicht platzieren können, dann werden sie das machen, was oftmals in der Geschichte war, nämlich irgendeine Rhetorik anfangen. Und das ist, glaube ich, auch die Geschichte hinter China. Das ist letztendlich eine Bedrohung aus verschiedenen Perspektiven heraus. Und da glaube ich auch nicht, dass dieses,
dieses Trump-Getue aufhören wird. Selbst wenn er ein Ziel erreicht hat, wird es weitergehen, weil es letztendlich darum geht, eben diesen globalen, diese globale Konkurrenz irgendwie in Schach zu halten. Nochmal, wenn die das nicht schaffen, dann werden sie irgendeine Geschichte anfangen, zeigen, wer von ihnen abhängig ist und dann im Grunde implizit Leute, also mal Gruppierungen dazu zwingen, doch diese Schulden aufzukaufen. Ja. Ja, ja, natürlich. Also es ist tatsächlich so, das ist, und das war ja der Hintergrund Finanzkrise, unser System, und das muss den Leuten bewusst sein, ist halt auf eben Schuldenmachen aufgebaut. Und ich glaube, die letzten 10, 15 Jahre sind auch dadurch gekennzeichnet, dass wir wirklich ein paar starke Brüche haben. Also Digitalisierung, Globalisierung, diese Schuldengeschichte. Wenn man manchmal in die Parteienlandschaft guckt, auch letztendlich, ja, was hat Herr Precht gesagt? Wir glauben nicht mehr daran, an das, was wir wissen. Ja, und wenn Parteien gewählt werden, die offensichtlich nicht demokratisch sind, was macht man dann? Und so gesehen, glaube ich, ist der Finanzaspekt oder diese Zinsgeschichte nur ein Teil des Ganzen. Ja? Bedeutet, wir haben letztendlich einen großen Umbruch auf der Welt in verschiedenen Ebenen. Ja? Egal, ob das jetzt Digitalisierung ist, Zinsen, Wirtschaft, wer weiß, was noch dazukommt. Gibt es noch Fragen? Vielen Dank. Danke sehr für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.